Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Heute Folge Nummer 22, in dem wir uns ein bisschen um Tech kümmern wollen, vielleicht auch ein bisschen um Botania. Müssen wir mal gucken, wie weit das mal kommen. Da muss ich auch irgendwann was machen, darum Botania, weil ich brauche diese Hopperhock. Ich möchte ja nämlich einige Sachen gerne da hinten automatisieren und dass die dann auch sozusagen abtransportiert dann irgendwann werden oder beziehungsweise da hinten erstmal gelagert werden. Das geht mir nämlich auf den Keks, dass ich die ganze Zeit da hin und her rennen darf. Genau. Ich hoffe, die Soundqualität ist soweit in Ordnung. Denn ich habe da ein bisschen jetzt was umgestellt. Ich habe bei OBS, hat jetzt Audio-Mixer mit drin. Für die Technik-Freaks. Und zwar, ich habe jetzt das Mikrofon und den Minecraft-Audio alles schön eingestellt. Hoffe ich. Und ich habe von Microsoft momentan mal einen Timer mitlaufen lassen, dass die Folgen so mal bei 45 Minuten rauskommen. Also zwischen 30 und 45 Minuten will ich ja eigentlich, dass die Folgen immer so lang sind. Genau. So, was habe ich noch getrieben? Ich habe hier sozusagen den Circuit Scribe noch dreimal aufgebaut und habe jetzt die jeweiligen Scribes reingepflanzt, weil mir das nämlich auf den Keks ging, dass ich jedes Mal das umstellen habe müssen. Bis mir mal die Idee kam, bau doch mal 4. Genau. So, das erklärt das genannt. Wie gesagt, wenn ihr Tonprobleme oder sonstige Sachen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich möchte eher mich verbessern. Wenn ihr sagt, alles gut, dann alles gut. Wenn ihr sagt, das und das bitte verbessern. Wie gesagt, konstruktive Kritik immer willkommen unten rein. So, was wollen wir machen? Ja, wir wollen eigentlich mal bei den Quests weitermachen. Und zwar, es gibt da hinten eine Heavy Machinery. Und zwar, ich brauche Energy Core, Temperate Saw Blade, Temperate Gear, Temperate Cutting Blade und Temperate Drill Bit. Und das hört sich doch so an, als den man es brauchen können. Ne? Also das heißt, da wollen wir eigentlich hin. Und dann gehen wir mal jetzt ein bisschen suchen. Das ist nämlich alles hier. Das habe ich completed. Aber ich habe... Ach so. Ich muss ja das jedes Mal aussuchen. Also machen wir auch mal die Chests dafür. Gehört nämlich auch dazu. Es kann jetzt passieren, natürlich für euch, dass ich jetzt viel mehr auch zeige, auch wo man halt nicht weiß, ob es einem gefällt oder nicht gefällt, aber es gibt bei YouTube Gott sei Dank ein paar Funktionen, wo man sagt, okay, ich kann jetzt einfach skippen, schneller laufen lassen. Ja, also diese Möglichkeit hat man und darum habe ich mir gedacht, ja, wir machen jetzt erstmal ein bisschen weiter, dass wir auch an Content kommen. Was will ich jetzt alles ein bisschen ändern? Ich werde zwar auch noch ein Infovideo machen. Ich hoffe, dass das schon längst da draußen ist. Aber falls nicht, hört es hier als erstes. Und wenn es doch habt, dann hört es halt hier nochmal. Aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Genau. Ja, ich möchte nämlich jetzt ein bisschen darauf mich fokussieren, dass ich sozusagen Freitag und Montag immer hingehe und neue Folgen rausbringe von zum Beispiel Modern Skyblock 3. Und ich möchte eigentlich dann haben am Samstag und am Sonntag, da möchte ich dann eigentlich GT machen. Was ich jetzt eigentlich die letzte Zeit leider ein bisschen habe vernachlässigen müssen. Mein Renderrechner ist jetzt auch komplett funktionstüchtig. Das heißt, der läuft jetzt auch gerade brav mit. Das heißt, ich werde gerade sozusagen für euch die Folge 21 rendern.
und die Folge 22 aufnehmen, um einfach mal zu sehen, ob alles funktioniert. So, und ich laber die ganze Zeit schön hier rum, aber ich tue nichts. Ist zwar auch wichtig, aber nicht so wichtig. Factory Tech. Geben wir mal auch so ein. Factory Tech. So, also, wir brauchen jetzt als nächstes einen Zap-Zap, eine Tesla-Coil. Eine Tesla-Coil mache ich aus 3 Standardbatterien, 2 Invar und 4 Wire. Das ist nur die Frage, was, so, ja, ich hab's, wie konnte ich das Zeug vergessen? Ja, das passiert mir nicht nur, wenn ich jetzt ein bisschen länger nichts mehr aufgenommen habe, sondern das passiert mir sogar, wenn ich gestern aufgenommen habe. Ja. Und zwar die Tesla-Keule, das bist du hier. Die Standardbatterie. Das heißt, ich brauche ein Empty Battery. Und die mache ich jetzt mit Iron Nuggets, Standard Wire, Gold Dust und Pulverized Copper. Ja. Ich habe da schon mal ein bisschen was vorbereitet, weil ich habe nämlich festgestellt, dass ich nicht sehr viel Gold habe. Und darum auch ein bisschen in meinem kleinen Turm. Mal wieder die falsche Seite gewählt, wie immer. Ein bisschen Gold machen lassen. Ist nicht viel, aber ein bisschen. Und auch ein bisschen Nickel. So. Tragen wir auch gleich runter. Ich brauche auf jeden Fall, ich hätte mal gesagt, ich lasse jetzt auf jeden Fall, müsste jetzt der hier sein, 8 Stück laufen. Bin mir zwar ziemlich sicher, dass der gleich brechen wird. Und schon ist er gebrochen. Das kann ich jetzt dann gleich wieder durch mein Scrap Furnace schmeißen. Oder und dann haben wir ein paar Sachen laufen. So, ich hoffe, dass das Zeug jetzt hier bald ein Ende hat, denn er ist zwar ganz cool, aber irgendwann ja sehr zeitaufwendig. Also, wir haben jetzt gesagt, wir brauchen Batterien. Dafür brauche ich diese Wire-Kabel. Standard Wire. Die haben wir schon mal hier. Dann brauche ich auf jeden Fall das Dust. Sehe ich gerade hier eventuell die Batterie. Ich sehe die gebrochene. Das sind die hier. Standard Battery. Ich glaube, Empty Battery Shell. Genau, da haben wir es doch. Copper Dust brauche ich auch noch 8. Und ich brauche Iron Nuggets. Dann hätte ich mal gesagt, gehen wir mal schnell 8 Copper holen. Das mal wieder zu viel. So. Kann der nämlich auch gleich wieder durchlaufen. So. Dann haben wir das auch. Das heißt, ich könnte jetzt sogar 8 Batterien machen. Die lasse ich dann auch erstmal drin. Und da ist mir der Motor um die Ohren geflogen. Aber kein Problem. Einen neuen rein. Aber der ist durch. Sehr schön.
So, dann hatte ich gesagt, wir machen jetzt erstmal drei Batterien raus. Und diese drei Batterien müssen jetzt, ich brauche was? Standard oder Energetic? Standard. Inver brauche ich auch noch. Das ist Gott sei Dank ja kein Problem. Standard ist Sulfuric Acid. Und das ist das hier. Dann hoffen wir mal, dass alles funktioniert. Dann gehen wir mal schnell Invar holen. Brauche auf jeden Fall schon mal zwei Stück. Wird bestimmt jetzt gleich lustig. Oh, Invar habe ich sogar noch einstecken. Ja, sehr schön. Wird jetzt bestimmt gleich lustig, weil ich jetzt bestimmt keine Ahnung habe, was ich diese Tesla-Ding da brauche. Aber man könnte das Zeug lesen, ne? Was drin steht. Also Tesla Coil nearby Mobs. Ah, okay. Dann heißt es jetzt für mich, ich brauche diese drei Batterien. Ich brauche. Das sind die Batterien, das passt schon. Drei Batterien. Dann brauche ich zwei Invar. Die waren dann so. Dann die Standard Wire brauche ich nochmal. So. Und wir schauen uns mal an. Ah, okay, da ist eine Batterie drin und ein Wire. Und ich kann nicht so abbauen. Gut. Also das ist, heißt, das gehört zu einer Mobfalle. Das heißt, ich kann die dann damit grillen lassen. Sehr schön. Propan-Furnace. Making Magnets. Okay, dann hätte ich mal gesucht. Magnetizer. Zwei Wire, zwei Iron Shafts. Sechs Eisen holen. Sind einige oder was heißt einige? Ich finde es für mich herausfordernder, dass man die ganzen Mods kennenlernt. Ist zwar auch ein bisschen nervig, das Zeug alles zu machen, aber man kann danach einigermaßen den Mod. Ja. Finde ich auf jeden Fall. So, ich brauche noch drei Gold. Die habe ich einstecken. Standard Wire habe ich da. Advanced Motor müsste ich eigentlich auch hier irgendwo rumfliegen haben. Metal Cutter brauche ich Kupfer. Ich vermute mal, du bist der Metal Cutter. Holen wir mal schnell gleich 12 Stück. Weil in der Zeit, wo ich da weiterbaue, kann der gleich mal wieder was herstellen. So, tschüss. Okay, habe ich hier noch irgendwas drin? Also, wir brauchen ja immer noch den Magnetizer. Das Gold braucht das Gold, den Mo ach so, genau, den Motor. Habe ich keinen Motor mehr rumfliegen? Das heißt, ich brauche. Wie viel brauche ich denn? Iron. Hier. Okay, so.
Und das Blade ist auch noch put. So, und ich will jetzt mal ein bisschen was hier lassen. Da sieht die ganze Zeit hinterin. Kommt es gerade so vor, als wäre da irgendeiner ausgebüxt. Ach so, nee, das sind die da hinten, die wo, ja. Ja, alles gut. Okay, also wir brauchen 3 Gold. Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen auch den Motor. Der Motor. Der ist da. Okay, ich brauche Iron Nuggets 4 Stück. Habe ich aus Versehen auch Redstone da? Ja, habe ich. Dann ist das ein Standard oder ist das ein... Ja. Und ich brauche noch ein Nickel. Sehr schön. Also, Motor haben wir auch. So, dann haben wir das. Dann haben wir das. Aha. Da kann es. Dreimal Gold. Und ist jetzt 2 oder 3 Wire? 2. Die hätte ich sogar noch einstecken gehabt. Ja. Ist egal. So, den haben wir komplett. Jetzt brauchen wir einen Standardmagneten. Ich baue dich mal ab und stell dich mal da hinten erstmal hin. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche wieder einen Motor und ich brauche ein Kabel. Also. Schauen wir mal, wie weit das mit sich was gemerkt haben. Das war das. Jo! Motor. Hammer. Dann will ich den da hinten hinstellen, weil dann kann ich ihn in Ruhe lassen. Hoffe ich. So, Motor, Standard Wire. Und schon sind die 2 Standard Wire, die wo wir hatten, weg. So, und jetzt brauche ich einen Standard Magnet. So steht noch, der Magnetizer turns iron into a magnet when giving a constantly repeating redstone signal. Puh. Heißt das, es gibt jetzt von dem Magneten auch einen Repeater oder muss ich jetzt da einen bauen? Das ist jetzt mal wieder interessant. Also da brauche ich jetzt einfach nur ein Eisen. Ich bin nur gerade leicht überfragt. Nee, da kann ich auch nichts reinmachen.
Ich vermute, dass das dieses konstante Redstone-Signal ist. Was habe ich denn hier drin? Redstone-Clock, habe ich doch. Ha! Glaube, die ist die ganze Zeit aktiv. So. Aber da steht leider nichts dort. Wie man das aufbaut. Gibt es da irgendwo eigentlich ein Buch? Hier ein Jahr habe ich das schon. Blueprint Collection, das ist was anderes. Ein Stick habe ich dabei. Moment, Stein habe ich hier wie Sand am Meer. Dann brauche ich nicht mal mich bewegen. Habe ich einen Hebel? Does not work with stone parts. Magnetizer. Sehr schön, dass der nicht mit Stone Parts arbeitet, der arbeitet aber gar nicht. Oder meint der, ich muss da Hand anlegen? Juhu! Es hat sich gedreht. Okay. Man braucht nicht nachgucken, man muss nur ein bisschen logisch denken. Fällt mir ab und zu mal schwer. Und wir haben mal wieder komplette Fuppe. Okay. So, ich schmeiß jetzt mal da paar Ingots weg. Lass die mal wechseln. So, aber wir haben noch die nächste Maschine fertig und den Magneten, den Zap-Zap, habe ich auch fertig. Ich habe ein Präsent bekommen. Yay! Weiß noch nicht, ob ich es haben will. Ja, wir machen mal weiter. Und zwar, jetzt geht es dann Separating Gravel. Charging Cores, Tempering Ofen. Von Tempering Ofen, den schauen wir uns noch an. Babylon, Bodolili. Wer hat ihn gesehen? Ich noch nicht. Metal Cutter. Mounted Drill. Scaffolding. Wenn man versucht, durch Bilder rauszufinden, was das ist, darum finde ich es so nervig. Weiß jemand, ob es da einen Mod gibt, ab 1.12, dass man die Quest wieder aufmachen kann? Wenn ja, reinschreiben. Den die sofort installieren. Das ist total nervig.
Ich muss mir nochmal das Bild anschauen. Tempering Ofen. Dann muss das der hier sein. Okay, dafür brauche ich Invar, eine Batterie, ein Quarz, einen Circuit 1. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt für dich. Das war aber ein Coverfield, oder? Kein Copperfield, sondern ein Coverfield. Ich weiß, da war schlecht. Aber auch schlecht, das sind gut. Copperfield. Quarzplate. Red Copper. Zack, zack, zack. Und du kommst jetzt in den Electric Furnace, den haben wir ja da hinten stehen. Hau rein. So, wir brauchen jetzt noch ein was brauchen wir denn noch? Cupronickel Alloy Ingots, 2 Stück, Invar. Habe ich da noch welche? Ich brauche dafür ein Nickel und 3 Kupfer. Schauen wir mal, ob er schafft. Da reingeflutscht ist er, da reingeflutscht. Nein, nein, nein. Ich habe einen Fliegen sehen. Ich weiß noch nicht, wohin. Hierhin. So. Danke, Thun. Nein, falsch. Block of Quartz brauche ich noch. Den müsste ich hier hoffentlich haben. Müsste. Habe ich aber. Nee. Block of Quartz. Doch, ich habe noch einen. Als eine Batterie brauche ich auch noch. Ich weiß nicht, was ich von dem anderen Ding immer will. Also eine Standardbatterie. Achso, ja. Ich habe nur die Hülle. Haha. Also, dich füllen wir mal. Sechs und zwei. Haben wir davon 8. Schmeiß mir hier rein, schmeiß mir hier rein. Jawohl, wir haben 2. Wir haben die Batterie. So, ich weiß, was war denn das Invar, ne? Ja, also, du kommst dahin. Block of Quartz kommt dahin. Dreimal Invar kommt dahin. Und nur noch die Batterie. Und ich habe mein Tempering. Ofen. So. Geht's weiter. Tempered Iron Ingot. Incomplete.
Ich stelle dich jetzt mal hier hin. Okay, ich brauche ein Heating-Element, einen Circuit 3 und einen Focus-Lens. Focusing-Lens. Die mache ich mit einem Glas im Grindstone. Habe ich denn schon den Grindstone? Ja. Ich habe noch kein Glas da, das habe ich oben. Legen wir uns mal schnell hin. Ab ins Bett. So, dann habe ich gesagt, ich brauche ein Glas. Brauche ich sonst noch was von oben? Bestimmt. So, Grindstone. Ich habe die Lens. So. Ich brauche jetzt bestimmt da was und ich brauche Redstone. So, ich nehme mal 8 Stück mit. Und 8 Eisen nehme ich auch mal mit. Okay, also. Ich brauche ein Heating-Element. Mir reicht eins, danke. Und das dritte habe ich vergessen. Okay, das war einfach nur das Ding da. Das war der Nummer 3. Okay. Dahin, dahin, dahin. Dahin. Was der Standardmagnet kann, weiß ich doch gar nicht. So, okay. Wir haben einen Tempering Ofen. Und jetzt brauche ich einen Tempered Iron. Okay. Das heißt, ich schmeiße jetzt dich dann da rein. The Tempering Oven allows you to make tempered iron ingots. And tempered parts that last longer in order to do that. Brauche ein Redstone-Signal. Machen wir mal eins. Vielleicht reicht ein Hebel. Dun, dun. Ja. Nicht mehr Seitendrift. Jawohl. Habe ich da nur eine Chance? Nein, er braucht 71 Ticks. Das waren keine 71 Ticks. Ich bin gerade mal wieder überfragt. Ich hab da so gerade so eine Vermutung. Ich sehe ja immer diesen.
Also ich habe gesehen, dass er was umgefärbt hat. Aber ich habe nicht gesehen, was er da draus gemacht hat. Habe ich noch Auto-Injector? Ja. Habe ich noch Inserting Hatch? Nö. Dann schauen wir mal. Das wird mal wieder ein interessantes Gerät. Muss ich das genau dann treffen? Der verwirrt mich. Vor allem, was mich gerade wundert, ist, er schreibt, okay. Okay, da muss ich mich definitiv mal erkundigen, was das Ding kann. Beziehungsweise, wie ich da was rauskriege. Also, ich habe gesehen, dass er was gemacht hat. Ich habe noch keine Ahnung, wo er das hingepackt hat. Hätte ich das ausschalten müssen? Fragen über Fragen. Die beantworten wir aber dann beim nächsten Mal. Weil das macht jetzt absolut keinen Sinn, dass ich jetzt einfach rumrätsel. Ich gucke da mal nach und dann, wie gesagt, werden wir in der nächsten Folge darüber mal schauen, wie es funktioniert. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.